Agroforstsysteme kombinieren Gehölzstrukturen mit Landwirtschaft. Auf Weiden bieten Bäume nicht nur Schatten für Tiere, sondern verbessern auch Bodenqualität, Biodiversität und Wasserspeicherfähigkeit. Zudem bieten Agroforstsysteme langfristig eine Einkommensdiversifizierung. In Zeiten des Klimawandels sind solche Systeme ein Schlüssel zur Resilienz. Auf dem Gladbacher Hof im Taunus sind zwischen 2020 und 2023 in Zusammenarbeit mit der Universität Gießen 3 Agroforstsysteme entstanden. Eines der Systeme wurde auf einem Grünlandschlag angelegt. Ziel ist es, eine tierwohlfreundliche Weide für das Milchvieh des Gladbacher Hofs zu schaffen. Der Gladbacher Hof ist eine hessische Staatsdomäne und eine Lehr- und Forschungseinrichtung. Wir gehören zur Justus-Liebig-Universität Gießen und unsere Aufgabe ist Lehre und Forschung in der ökologischen Agrarwissenschaft. Der Hof bewirtschaftet derzeit 180 Hektar, davon sind 100 Hektar Ackerfläche und 80 Hektar sind Dauergrünland. Als Viehhaltung, wie man hinter mir gut erkennen kann, haben wir Milchvieh als Hauptbetriebszweig. Wir haben eine Milchviehherde mit 130 Holsteinkühen. Wir haben auf dem Gladbacher Hof derzeit 3 Agroforstsysteme. Die ursprüngliche Motivation für das allererste Agroforstsystem war ein Starkregenereignis. Dort hat es in einer Stunde weit über 100 Liter geregnet. Und auf unseren hängigen, exponierten Lagen, die wir hier im Mittelgebirge Taunus haben, ist dann ein großer Teil Oberboden weggespült worden. Das war natürlich für uns aus Sicht des Landwirts oder der Landwirtin ärgerlich, weil der Boden natürlich unser wichtigstes Produktionsgut ist. Und aber auch die Schlammmassen, die der Starkregen dort weggespült hat, haben natürlich auch an der Infrastruktur hier an Straßen in der näheren Umgebung Schäden hinterlassen, sodass wir was machen wollten, um Wassererosion zu reduzieren. Und auf dieser hängigen Fläche haben wir uns dann dafür entschieden, ein Agroforstprojekt zu starten. Also neben dem wissenschaftlichen Hintergrund, dass wir das Agroforstsystem auf der Weide natürlich auch mit den Agroforstsystemen auf den Ackerflächen vergleichen möchten, ist eine Hauptmotivation des Systems auf der Weide, dass wir hinsichtlich des Klimawandels und den steigenden Temperaturen davon ausgehen, dass die Sommer immer trockener und heißer werden. Und wir natürlich als einen Biobetrieb mit dem Weidegang, den wir unseren Tieren anbieten möchten, uns Lösungen suchen müssen, wie wir die Tiere auch bei steigenden Temperaturen noch rausbekommen auf die Weide. Und da ist natürlich ein Absenken der Temperatur und das Bilden von Schattenbäumen eine großmögliche Stellschraube, um quasi das Mikroklima auf den Weiden für die Kühe zu verbessern. Und wir hoffen uns einmal durch den Schatten der Baumreihen und aber auch durch das Mikroklima und die Evapotranspiration, dass wir auf den Weiden mit den Agroforststreifen niedrigere Temperaturen und mehr Schattenflächen den Kühen zur Verfügung stellen können. Also auf dem 8 Hektar großen Schlag, den wir hier neu als Dauergrünland angelegt haben, haben wir die Baumreihen in einem Fischgrätenmuster angelegt. In der Mitte des Schlages befindet sich der Triebweg, den die Kühe vom Stall aus jederzeit freiwillig betreten können. Und dann können sie links oder rechts des Triebwegs in die ihnen zugeteilte Weide abbiegen. Und die Weidengröße unterscheidet sich dann je nach Vegetationsaufwuchs und Jahreszeit. Und oft sind die Baumreihen eine Begrenzung einzelner Weideabteile. Und innerhalb der Baumreihen haben wir aber auch Durchlässe gelassen, sodass die Baumreihen, die sich innerhalb einer Weide der Kühe befinden, auch von den Kühen durchlaufen werden können, ohne dass die Kühe die komplette Baumreihe gehen müssen. Bei der Etablierung der Agroforstsysteme arbeitete der Gladbacher Hof eng mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Gießen zusammen. Die Agroforstsysteme sollen zeigen, wie Agroforst in der Praxis funktionieren kann und gleichzeitig Empfehlungen und Erfahrungen für die landwirtschaftliche Anwendung liefern. Eva-Maria Minasch ist Doktorandin an der Universität Gießen und betreut die Agroforstsysteme von Beginn an. Für das System im Dauergrünland wurden verschiedene Gehölze ausgewählt. In den Gehölzstreifen, die wir hier im System haben, dort haben wir insgesamt 3 unterschiedliche Holznutzungstypen. Wir haben einmal Obstbäume, die Wertholzbäume und Biomassebäume. Die Obstbäume, das sind alles Apfelbäume, jedoch verschiedene Sorten, deren Früchte alle so im Herbst reif werden, zusammen mit den Apfelbäumen von den 2 anderen Agroforstsystemen, damit wir dann alle zusammen ernten können. Bei den Wertholzbäumen haben wir 4 bis 5 verschiedene Sorten gepflanzt, in dem System 4, darunter ist die Walnuss, also Walnussbäume, Kirsche, Speierling und Elsbeere. Und die Biomassebäume in diesem System, das sind Pappeln,
Und die kommen nur in Baumreihen vor, wo wir den Ansatz der sukzessionalen Agroforstwirtschaft verfolgen. Und da wachsen sie immer in Nachbarschaft von den Wertholzbäumen. Neben den Wertholzbäumen wurde auch eine Futterlaubhecke gepflanzt. Bis sie ihre volle Größe erreicht hat und genutzt werden kann, wird es noch eine Weile dauern. Das Ziel von der Futterlaubhecke ist es, da eine kleine Feldapotheke auf die Fläche zu bringen zu den Kühen. Und dort werden wir dann in der Zukunft untersuchen, welche Gehölze die Tiere eher aufsuchen, um von dem Laub zu essen. Wir haben nämlich hier 5 verschiedene Baumarten gepflanzt, die Ulme, Maulbeere, Weide, Haselnuss und die Holunder. Und alle 5 Baumarten haben wir so in Blöcken gepflanzt, damit man dann später diese Untersuchungen machen kann. Aber aktuell sind die Bäume noch sehr klein und deswegen wird es noch eine Weile dauern, bis wir damit starten. Neben der Auswahl geeigneter Pflanzen spielte auch die Planung der Weidenutzung eine wichtige Rolle. Es wurde darauf geachtet, dass durch die Baumreihen keine Sackgassen entstehen, damit sich die Kühe frei bewegen können. Ein weiterer zentraler Punkt war der Schutz der Bäume. Auf der gesamten Fläche wurden Erdkabel verlegt, da jeder Agroforststreifen mit einem Stromzaun gesichert ist. Doch dieser Schutz allein reicht nicht aus. Bei der Pflanzung haben wir vor allem einmal an den Mauseschutz gedacht, damit die Wurzeln geschützt sind. Das heißt, wir haben in das Pflanzloch so ein Mausedraht mit reingelegt und der Wurzelballen ist sozusagen geschützt durch diesen Mausedraht. Die Wurzeln von den Bäumen können da durchwachsen, aber die Idee ist, dass die Mäuse nicht rein können. Das ist auch sehr wichtig, weil man dadurch, dass gerade im Acker, im silvopastoralen System, dadurch, dass in den Baumstreifen nicht mehr gepflügt wird, fühlen sich die Mäuse da sehr wohl. Aber auch im Grünland merken wir, dass es viele Mäuse gibt und dass es auf jeden Fall wichtig ist, da vorzusorgen. Dann haben wir die Gehölze nach der Anlage auch gemulcht. Also am Baumfuß haben wir Hackschnitzel ausgebracht. Das finden wir bis jetzt auch immer noch sehr positiv. Bisher haben wir da jetzt keine negativen Effekte so feststellen können. Also würden wir auf jeden Fall auch weitergeben, dass es gut ist, um einfach auch das Mikroklima vom Boden im Bereich der Gehölze zu beeinflussen, mehr Feuchtigkeit zu halten und auch um die Beikräuter ein bisschen zu regulieren. Seitdem wir halt auch viel Biomasse haben, die rechts und links der Baumstreifen wächst, mulchen wir auch diesen Gehölzstreifen, also den Baumfuß, mit der Biomasse, die wir da immer abschneiden. Die Materialkosten für die Etablierung des Agroforstsystems auf der Weide lagen bei rund 25.000 Euro. Darin enthalten sind Pflanzgut, Wurzelschutz, Baumschutz, Mulch sowie die Elektrozäune. Die Kosten für die Arbeitszeit sind nicht berücksichtigt. Sind die Bäume und Sträucher erst einmal gepflanzt und geschützt, folgt die Pflege. Dafür ist Philipp Weckenbrock zuständig. Er ist ebenfalls als Wissenschaftler an der Universität Gießen beschäftigt und nebenberuflich Obstbaumpfleger. Wir müssen zum Beispiel mähen, das ist so die Hauptarbeit, insbesondere in den silvoarablen Systemen, also den Baumreihen auf Ackerland. Da haben wir schon verschiedene Techniken ausprobiert, weil da der Traktor nicht reinpasst, weil die Baumstreifen zu schmal sind. Nach mehreren Versuchen sind wir inzwischen tatsächlich beim Freischneider, also der Motorsense, mit Messerblättern angelangt. Damit können wir nämlich gleichzeitig mähen und schwaden. Noch nicht ideal, wir sind da auch noch am Tüfteln. Andere Managementaktion, die jedes Jahr stattfindet, ist das Asten der Bäume. Bei den Wertholzbäumen schneiden wir im Sommer die Äste, die einen gewissen Durchmesser, 2 bis 3 cm überschreiten, schneiden wir alle ab. Und ja, das machen wir, bis wir irgendwann einen astfreien Stamm von 6-7 Metern erreicht haben. Also das wird noch einige Jahre dauern. Und die Apfelbäume schneiden wir im ausgehenden Winter. Da machen wir einen Form- und Erziehungsschnitt. Wir formieren die Obstbäume so, dass sie nicht mit ihren Ästen in den Acker hineinragen, sondern dass sie quasi nur ihre Leitäste parallel zur Fahrtrichtung machen. Jetzt in den ersten 5 Jahren dauert es nur wenige Minuten pro Baum, sowohl bei den Wertholzbäumen als auch bei den Apfelbäumen. Und weil wir jedes Jahr dranbleiben, erwarte ich nicht, dass wir
bei einem Wertholzbaum oder einem Apfelbaum mal mehr als 15 Minuten mit dem Schnitt verbringen. Es gibt noch weitere Pflegemaßnahmen, die in unregelmäßigen Abständen stattfinden. Also jetzt zum Beispiel bin ich gerade am Veredeln. Das sind ein paar Apfelbäume abgebrochen unterhalb der Veredelungsstelle. Da wird dann nachveredelt. Wir machen regelmäßig Mausekontrolle im Winter, damit die Mausepopulation nicht total explodiert. Das hätten wir auf mittlere Sicht gerne durch Greifvögel, Wiesel etc. erledigt, die wir auch fördern. Und zum Schluss möchten wir noch von Johannes Eisert wissen, welche Vorteile erwartet ihr euch zukünftig von dem Agroforstsystem auf der Weide? Langfristig hoffen wir schon, dass wir hier auch bei einem stärker werdenden Klimawandel und stärkeren Höchsttemperaturen in den Sommermonaten und Frühsommertrockenheiten, dass wir hier von Schattenbildung und einer Evapotranspiration und eventuell auch Wasserzug aus tieferen Bodenschichten eventuell einen höheren Grünlandaufwuchs als auf Flächen ohne Baumreihen nachweisen können. Und daher sollte man sich schon intensiv damit auseinandersetzen und viele Gedanken machen, aber nicht davor zurückschrecken, uns eher als eine Investitionen in die Zukunft sehen.